Nein, ich habe nicht gesagt, dass wir alle Menschen lieben sollen. Unsere Religion ist bekannt, wenn wir lieben dürfen und wenn nicht. Aber wir haben über Freundlichkeit geredet. Diese Freundlichkeit ist über jedem geschöpft. Das heißt, selbst wenn wir mit Nicht-Muslimen zu tun haben, Allah Azzawajal hat uns befohlen, sie gütig und gerecht zu behandeln. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Wahrlich, Allah hat euch nicht verboten, gegenüber denjenigen, Allah spricht jetzt über die Kuffar, gegenüber denjenigen gütig und gerecht zu sein, die euch was? Nicht töten und euch nicht mit diesen Bedingungen aus euren Häusern vertreiben. Vielmehr sollt ihr gerecht zu ihnen sein, Allah liebt die Gerechten. Mafhum? Das heißt, Al-Birr, Achil Karim, wie die Gelehrten dieses Wort erklären, Al-Birr bedeutet, dass du gütig bist gegenüber jemandem, unabhängig davon, ob du ihn liebst oder nicht liebst. Weil wer es dir vorgeschrieben hat? Allah. Okay. Darfst du die Feinde Allahs lieben, ja oder nein? Okay. So. Und ein jeder, der Allah leugnet und den Propheten, liebt Allah ihn, ja oder nein? Okay. Du darfst ihn auch nicht lieben. Aber was ist deine Aufgabe? Gütig und sogar gerecht zu sein. Warum? Aus einem Ziel, dass er was wird? Muslim. Mafhum? Du darfst einen Christen besuchen, du darfst einen Juden besuchen und du sollst mit ihnen Dawah machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen jüdischen Jungen besucht, während der im Sterben lag. Und die Überlieferung ist bei Al-Bukhari. Und er hat ihn dazu aufgerufen, den Islam anzunehmen. Und der Sohn, der Jude, er hat seinen Vater angeguckt. Was sagte sein Vater? Er sagte, Atta' Abul Qasim. Gehorche Abul Qasim. Schaut mal, subhanallah. Warum sagt ein Vater so etwas zu seinem Sohn? Er wusste, das ist die Wahrheit. Er sagte, gehorche Abul Qasim. Dann hat er ihn gehorcht und hat die Shahada gesprochen, dieser Junge, und ist danach verstorben. Allahu Akbar, ist danach verstorben. Aber Al-Shahid, der Prophet, hat Juden besucht, während sie krank waren. Er ist einer Einladung von Juden gefolgt. Das ist kein Problem. Wir rufen sie zum Guten, beten Allah, möge Allah die Menschen zum Islam leiten.